Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Hermitcraft Modsource Let's Play. Also, das ist jetzt Folge 8. Oder im Grunde die 9. Folge, die ich aufnehme, weil halt die vorletzte Folge, die ohne Ton war. Ja, die habe ich auch nicht gerechnet, heißt, die rechne ich mit einem anderen Programm. Heißt, wenn da irgendwas mit der Qualität anders ist, ja. Dann liegt das halt daran, dass ich ein anderes Programm genutzt habe, um das Format besser zu rechnen, weil momentan ist die Datei einfach über einen Gigabyte groß und das hochzuladen würde ewig dauern. Ganz zu schweigen davon, dass die FPS-Zahl auch irgendwie schlecht ist. Egal, also ich habe da... Obwohl... Ich glaube, ich lade es einfach überhaupt nicht hoch, weil ich habe ja sowieso gezeigt, was ich gemacht habe und außer, dass ich halt dieses tolle Teil gecraftet habe, was im Grunde nicht viel anders gecraftet war als das Teil, nur halt, dass hier Eisen war und halt... Das Teil ist halt Machine Casing. Und halt das Teil gecraftet, was auch nicht sonderlich aufwendig war. Vor allem, wenn irgendwer von euch auch dieses Modpack spielt, dann habt ihr sowieso not enough items und da könnt ihr das Rezept ja nachgucken. Also ich mache mir jetzt den Energized Smelter, weil das ist genauso wie die Enrichment Chamber, kann man das in der Factory upgraden, die halt bis zu 7 Slots hat, momentan 3. Wenn ich es noch weiter upgraden würde, 5. Dann halt das Maximum sind 7. Und ja, das Teil hat halt dann nur 1. Aber ja. Ich habe schon mal ein paar Teile dafür vorgemacht und ich brauche Sand. Am Ende sieht dann vermutlich ja die ganze Gegend total kraterig aus. Ach ja, und den Baum habe ich auch zwischendurch nochmal gepflanzt und insgesamt irgendwie 3 Stacks Holzkohle gemacht. Ihr seht, was davon übrig ist. Ja. Gut, also das und dann das und das. Da kriege ich meine 2 Glas. Und ich habe halt vor, daraus dann auch direkt eine Factory zu machen. Und die Kiste, Kram aus der Kiste lagere ich momentan erstmal einfach um. Und, okay, anderer Plan, ich mache mir eine Eisenkiste. Ich hoffe, ich habe den Mod drauf. Ja, gut, habe ich. Ja, also eine Eisenkiste ist halt praktisch so groß wie eine Doppelkiste und, ja. Ihr seht, passt echt viel Kram rein. Das nehme ich mir, das nehme ich mir, das nehme ich mir. Und natürlich den ganzen Dust. Weil ich meine, es ist Staub. Wow. Cool, man kann mit dem Ranch sogar Öfen umdrehen. Lol. Und ja. Also die letzte Folge war auch ein bisschen kurz, ich weiß, aber wirklich viel zu tun hatte ich nicht. Und Redstone. Also ich hatte halt einfach wirklich nicht viel zu tun und die ganzen Erze durchzuarbeiten, das ist ja auch nicht sonderlich spannend. Was fehlt mir jetzt? Ah ja, klar. Also nochmal das Teil und jetzt nochmal. Ich nehme mir einfach gleich mal einen Stack Redstone mit. Wie die Dusts vor allem alle einfach gleich aussehen. Also ich nehme an, die haben einfach die Redstone-Textur genommen und. Ja, die haben eindeutig die Redstone-Textur genommen und einfach eine andere Farbe, in einer anderen Farbe gemacht, aber. So. Und weil das nicht stackt, muss ich das jetzt also so machen. Nicht? Achso. Und so.
Übrigens, zwischendurch ist mir auch Minecraft kurz abgestürzt und zwar, ich weiß auch nicht genau warum, aber ja, ich hatte halt hier das neu sortiert und ja, das ist abgestürzt. Also hier kann man die Slots konfigurieren. Leider steht halt hier nicht, so ich habe das mal mit einer Version gespielt, da stand halt was welche Farbe macht. Zum Beispiel Rot ist Input, Blau ist Output, Lila ist Input für Gase oder sowas. Wenn man das mit Items macht, das geht. Und Grün ist Input für Strom-Items, also sowas wie Batterien oder so. Okay, genau, jetzt geht's. Und wir sehen, ich habe echt Stromprobleme. Hier kann ich auch dann einfach, genau, das Teil hat sich zurückgesetzt, also dunkles Blau, Auto-Eject an. Und dann landet das halt alles automatisch in der Kiste durchgeschmolzen und so. Ich baue mir dann jetzt erstmal noch einen Hopper. Einfach nur damit ich. Klar. Für den Trichter brauche ich eine Kiste. Ich baue mir den einfach nur damit ich. Ja. Hier das Zeug halt direkt hier reinpacken kann, ohne dass ich da ewig warten muss. Und was zur Hölle? Wieso ist in der Pattern Chest so viel Mist? Okay, das ist echt ein Problem mit den Hitboxen. Ich glaube, ich baue die Pattern Chest ab und baue sie einfach oben drüber. Das dürfte funktionieren, oder? Nee, ich baue sie einfach hier in die Ecke rein. Ich habe mir auch zwischendurch eine Schaufel gemacht, damit ich halt hier wegschaufeln kann und ich habe, so ihr seht, ich habe hier hinten einen Gang gemacht, der geht da einfach da hinten hoch. Weil ich halt wie gesagt vorhab. Welche Taste war das? Ich habe gerade keinen Plan mehr. Ach so, ja, hier die. Weil ich halt vorhab, hier so mein Haus hinzubauen. Ich bin hier rausgekommen. Oh ja, stimmt. Ich habe keinen Strom mehr. Ganz tolle Lagerprobleme und ich glaube, ich mache mir einfach noch mal einen Hopper und noch mal eine Kiste einfach nur, damit ich halt praktisch die ganzen Erze auch einfach automatisch in meine Erzverarbeitung reinhauen kann. Damit ich nicht immer wieder daneben stehen muss. Hier packe ich dann halt meine Erze rein. Obwohl ich glaube, Tungsten kann ich, Grindstone, Smelting, Enrichment Chamber, doch kann ich. Also packe ich wirklich alle Erze rein.
Speicher und hier muss ich noch als Input. Ach so, okay. Schon verstanden. Input, Output, Slots. Und Auto. Was zur Hölle? Input on. Warum zur Hölle ist das jetzt so viel komplizierter? Ich meine, also. Okay, ich glaube, ich mache einfach hier Input Slot. Und ja, das funktioniert wieder. Witzigerweise. Und jetzt sind halt hier auch die ganzen Ärzte drin. Okay, ja, jetzt haben wir eine vollautomatische Erzverarbeitung. Es hat auch nur so 10 Minuten gedauert. Ja. Gut, also die Steinspitzhacken können, glaube ich, größtenteils hier weg. Und die Eisenspitzhacke halt auch. Moment. Ich glaube, ich mache mir daraus jetzt auch eine Spitzhacke. Oder ne, als erstes eine Axt. Weil, ja, die hat halt 512 Benutzungen. Und ich habe vor allem keine Ahnung, wo ich meine andere Axt hin habe. Oh doch, hier. Die hat halt nur die Hälfte. Und ich glaube sogar, dass meine neue blaue Axt in etwa so schnell ist wie eine Dia-Axt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in der nächsten Folge fange ich dann einfach an, mein Haus zu bauen. Übrigens, falls ihr auch nichts seht, Gratulation, ich sehe auch nichts. Ich glaube, ich platziere einfach meine Fackel. Okay, ja, die ist wirklich ein bisschen schneller. Mehr Attack. Toll. Meine Axt macht mehr Attack Damage als mein Schwert. Andererseits, das bedeutet dann, dass das Schwert daraus vermutlich noch mehr Attack Damage macht. Also, wohl, warte, Moment, kann ich mir daraus ein Schwert machen? Weil das ist ja eigentlich genau gleichwertig und 8 Attack Damage, ja gut. Weil daraus. Kann ich auch ein. Okay, nein. Ich habe meine Meinung geändert. Ich mache mir daraus ein Schwert, weil das 9 Attack Damage macht. Also so viel wie ein Diamantschwert.
Aber das Schwert braucht einen Eiseningot als Griff. Egal. Und da ich in vielen Spielen einfach immer alles aufhebe, werde ich vermutlich das Steinschwert bis ganz zum Schluss vom Let's Play behalten. Was haben wir eigentlich hier schon? Oh, wow. Ja, das wird ewig dauern, bis das durchgelaufen ist. Vor allem, weil das Teil halt nicht mal ansatzweise genug produziert. Da fällt mir gerade was ein. Der Wind. Die Windturbine. Die von Electrical Age kostet. Und wie viel produziert die? 160 Watt. Ich habe keine Ahnung, wie viel das in RF ist, aber Electrical Age scheint relativ sinnvolle Einheiten zu haben, nämlich welche, die es auch in echt gibt. Ja, gut. Ich mache mir aber lieber die von Mechanism, weil bei der bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die genügend produzieren wird. Ist halt jetzt ein bisschen schwer zu erreichen. So, was braucht die noch? 1, 2, 4, okay. Und natürlich noch ein Control Circuit, weil natürlich alle Maschinen bei Mechanismen einen Control Circuit brauchen. Und dafür brauche ich dann auch noch ein Stück Redstone. Hey, Überraschung, wir haben uns schon wieder durch fast ein Stack Redstone durchgearbeitet. Okay, nein, doch, noch lange nicht, aber ja. Selbst wenn die Folge Überlänge kriegt, ich werde diese Maschine in dieser Folge jetzt noch bauen. Wobei ich echt keinen Plan habe, wo ich sie hinstelle, weil das Teil ist einfach riesig groß und ja. Währenddessen kann ich aber, glaube ich, das. Sind hier schon 6 Gold raus? Ja, bei weitem. Wo habe ich meine Kabel hin? Da. Die Windturbine ist vor allem viel effektiver, wenn sie weiter oben steht. Wenn das Teil durchgelaufen ist, werde ich vermutlich die Windturbine draufpacken oder so. Bitte stürz nicht ab. Also. Jetzt funktioniert das Shift-Klicken wohl. Was ist das denn für eine Verarsche? Aber ich weiß, dass das da nicht funktioniert, und zwar einfach nur, weil die Rezepte nicht funktionieren bei Items, die nicht stacken. Aber schauen wir einfach mal, wie viel die Windturbine hier produziert. Nicht hier produziert. Ja, sieht einfach riesig groß, heißt demnach, ich muss hier ein RF pro Tick. Ja, also Teil produziert ein bisschen was. Und ich habe mir gerade wieder meinen Weg nach hinten zugebaut. Ich bin echt sehr toll. Das ist echt sehr toll. Also ihr seht,
wenn ich baue, wird das auch immer so aussehen, dass einfach das alles vollkommen verplant aussieht. Input. Ja, aber ihr seht, ich krieg immer noch nicht genug Strom. Okay. Naja, egal. Also ich glaube, diesmal ist die Folge wirklich schon zu Ende, also. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.